In der CDU-Parteizentrale in Dresden steht mein Kollege Danko Handrik. Herr Handrik, viel wurde über eine Kabinettsumbildung diskutiert, aber nun der Rücktritt, warum jetzt? Es gab so ein Wort, das hier in Dresden bei der CDU sehr, sehr oft gefallen ist, und das war das Wort Überraschung. Das haben fast alle Mitglieder des erweiterten Landesvorstandes hier gesagt, als sie hier reingegangen sind. Und damit haben wirklich nur sehr wenige gerechnet, oder eigentlich kann man sagen, fast gar keiner hat damit gerechnet. Noch am Wochenende hat sich ja Stanislav Tillich mit den Landräten getroffen, um eben die Wahl zu analysieren. Und jetzt sollte es im erweiterten Landesvorstand eigentlich auch ums Wundenlecken gehen, um die Wahl zu analysieren. Und wie will man personell im Kabinett neu anfangen? Und mit diesem Paukenschlag, so kann man sagen, hat Stanislav Tillich ja erst einmal hier Tatsachen geschaffen, indem er sagt, ich trete zurück, Michael Kretschmer soll mein Nachfolger werden. Und viele, die hinter mir im Landesvorstand saßen, haben gesagt, na ja, eigentlich wollten wir doch zuerst mal eine inhaltliche Debatte führen, bevor wir uns dem Personal widmen. Aber Stanislav Tillich hat eben Tatsachen geschaffen, hat gesagt, dass er zurücktritt und dass Michael Kretschmer sein Nachfolger werden soll. Michael Kretschmer ist in der Bundespolitik ja durchaus bekannt. Was muss man sonst noch über ihn wissen und was haben wir von ihm zu erwarten? Und wie unumstritten ist er als Neuanfang? Erstmal muss man natürlich sagen, dass Michael Kretschmer seinen Wahlkreis verloren hat. Ein ziemlich sicherer Wahlkreis eigentlich für die CDU, der Wahlkreis Görlitz. Der war eigentlich über Jahrzehnte fest dominiert von der CDU. Und es war schon eine Überraschung, dass die CDU diesen gerade an die AfD verloren hat. Das war auch eine Überraschung für Michael Kretschmer selber, der ziemlich geknickt war nach dieser Wahl. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite sagt man in der CDU, okay, man kann mit ihm einen Neuanfang wagen. Zum einen, was für ihn spricht. Generalsekretär über Jahre in der sächsischen CDU, von daher kennt er das Land, er kennt den Freistaat, er kennt die Partei, er kennt die Menschen hier. Zum anderen war er in der Bundespolitik sehr aktiv. In der CDU sagt man, er hat sehr viel rausgeholt, auch für den Freistaat Sachsen. Auch das macht ihn in der sächsischen CDU beliebt. Und er ist vor allen Dingen, und auch das spricht wiederum für ihn, er ist jung, 42 Jahre alt. Und das wäre dann eben so ein Neuanfang, den sich ja viele auch hier in der sächsischen CDU erhoffen mit Michael Kretschmer. Aber ich habe es ja schon vorher in der ersten Antwort gesagt, einige haben sich schon gewünscht, dass man erst mal über Inhalte diskutiert, bevor man zum Personal kommt. Das macht Michael Kretschmer dann doch in der Partei umstritten. Auf der anderen Seite sagt man, naja, wer, wenn nicht Michael Kretschmer, mit wem soll man es sonst machen? Und jetzt ist der Name nun schon mal gefallen, also lasst uns das Beste draus machen. Jetzt gerade im Landesvorstand stellt sich Michael Kretschmer hier noch mal vor, stellt seine Ziele vor. Morgen wird er sich dann noch mal in der Fraktion vorstellen, in der Fraktion der CDU. Sie haben die Überraschung bei der CDU angesprochen. Die SPD, der Koalitionspartner, dürfte dann mindestens genauso überrascht sein. Gibt es da schon irgendeine Reaktion und bleibt man in der Koalition oder versucht man daraus irgendwie Kapital zu schlagen? Also ich glaube, das ist natürlich jetzt sehr früh und jetzt kommen wir zu Spekulationen, was der Koalitionspartner macht. Auf der einen Seite wird natürlich auch der Koalitionspartner sagen, los, jetzt lasst uns mal an die Inhalte rangehen zuerst, eben so wie auch hier in der CDU, bevor wir es jetzt über das Personal diskutieren. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es zu irgendwie vorgezogenen Neuwahlen kommen wird, sondern ich glaube, man wird auch als SPD ganz gut mit Michael Kretschmer arbeiten können. Eben, ich habe es schon erwähnt, er war ja oder er ist ja hier bei der CDU und auch bei der SPD einigermaßen liebt, weil er eben sehr viel im Bundestag für Sachsen gemacht hat und sich da eben immer wieder hervorgetan hat. Von daher denke ich, dass auch die SPD ihn, wenn denn die CDU ihn akzeptiert, auch die SPD ihn dann als nächsten Ministerpräsident akzeptieren könnte. Sagt uns ganz frisch aus Dresden Danko Handrik. Herzlichen Dank. Bitte.